Wollt ihr übrigens ein Reisbällchen? Gib einmal her, wie schmeckt das denn? Erstaunlich leicht süß. Hier bitte sehr. Ich habe das mal von einigen Maraskanern probiert und seitdem ist es meine Wegration der Wahl. Es ist vor allem sehr sättigend. Man kann nicht besonders viele davon essen, aber man will es unbedingt. Als ich den Reisbällchen ausstreiche und sage Maraskanisch, bleibt mir Hand kurz stehen. Ihr sagt Maraskanisch? Ach, komm, keine Vorurteile, einfach reinbeißen. Das wolltet ihr doch auch, bevor ihr Maraskaner gehört habt. Kasim nimmt sich eins und probiert mal. Ganz Schaffen vorsichtig. Wenn ihr bereit seid, Zeit zu teilen, ich probiere das gerne. Ihr nehmt mein Stück, meine Hälfte. Wie scharf ist das? Ja, das wird wohl, da es maraskanisch ist, auch eine gewisse Schärfe mit haben, aber nicht besonders scharf. Also das ist nicht, was Maraskaner scharf bezeichnen würden. Es ist klebender Reis. Als Bällchen zusammen mit irgendwelchen Kräutern oder Tinkturen. Das kann man jetzt so, wenn man es schmeckt, nicht mehr auseinanderhalten. Aber irgendwas ist da noch mit drin. Grüner Algenmantel oder sowas. Ja, genau. Schmeckt irgendwie interessant. Also, ja. Sehr pikant. Ich glaube, das wird uns warm halten. Dürre ist gut, aber ein bisschen trocken. Hier, nehmt einen Schluck. Grelldig reicht seine Kürbisflasche mit prima Feuer herum. Oh, danke. Alkohol würde ich vermeiden. Es beschleunigt die Auskühlung, auch wenn ihr euch wärmer fühlt. Ich lehne auch ab. Danke. Bringt eine Seite in mir hervor, die ich nicht hervorbringen möchte. Bei dem Wort vermeiden blickt Grelldig leicht entsetzt. Ja, Haldan hatte gar nicht verstanden, dass es sich um Alkohol handelt und hat es einfach mal einen guten Schluck getrunken. Das ist aber scharf. Was für eine Kultur hat Grelldig? Grelldiges Torwaller. Ja, das Torwaller sind bestimmt für kulturellen Unterschied 3 Punkte, oder Frosty? Für Thylamidenreiche? Ja. Oh, 5. Ah, super. Na, mittlerweile kennt man Torwaller eigentlich überall, aber das sind so die. Ja, Kasim ist halt weltfremd. Also der hatte ja, halt vor seiner Erfahrung im Gefängnis beim Baron Sturzenstein oder beim Ritter Sturzenstein hatte er gar keine Erfahrung. Nö, Kasim scheint das Problem nicht zu begreifen. Ja, du siehst halt einen Seemann mit einem Swaffnir, mit einer Swaffnir-Tätowierung auf dem Unterarm, der ungefähr einen halben Meter weit nach Feuerwasser riecht. Gut, dass ich hier eingeschränkten Großsum habe. Hey, guck mal, da sind wir schon zu zweit. Für die Reise habe ich übrigens was vorbereitet, damit wir, wenn es dunkel wird, genügend Licht haben. Ich würde empfehlen, das Pergament zugerollt zu lassen. Das ist etwas hell. Ah, ja. Das wäre sinnvoll. Ich muss noch daran arbeiten, wie ich die etwas dunkler bekomme. Mit dem Flimflam geht das einfach. Nun, Kasim, was bräuchten wir noch? Eventuell dicke Socken? In der Tat, die Kleidung, die ich hier aufgeschrieben habe, sollten wir am besten bei bornländischen Händlern bekommen. Nicht Ersatzkleidung, falls nun ja diese feucht wird. Ersatzunterkleidung ist bereits vermerkt und Ersatzstiefel dürften das Gewicht zu sehr ausreizen. Die Kletterausrüstung allein ist schwer genug. Benötigen wir einen Wanderstab oder etwas Reichen? Das wäre sinnvoll. Hier steht's ja. Entschuldigt. Eispickel könnten nicht schaden, nehme ich an. Ja, also insgesamt wird Kasim da eine 7 Punkte Erleichterung Kletterausrüstung für die Berge reingeschrieben haben. Also das volle Programm, was man halt braucht, wenn man kein magisches, sich selbst verknotendes Seil hat. Ja, also ihr habt doch, wie gesagt, auch alles in Zorgan bekommen. Das ist zwar keine Bergstadt, aber das ist ein großer Handelsposten und dementsprechend bekommt man das da auch. Gerade wenn die mal der Basari da rumläuft. Und dementsprechend seid ihr auch schon gut eingekleidet. Die letzten paar Sachen könntet ihr dann eben noch von der Reise von Yak Shabar nach Kishel Fenech finden.
Aber das sind dann wirklich nur noch wenige Sachen, die man dann im letzten Außenposten bekommt. Das ist so eine kleine Türkismine, die dann eben an den T-Bar mündet oder eben dran vorbeifließt. Und ja, also das sind die allerletzten Sachen, die man dann eben noch bekommen könnte. Es wird auch dementsprechend hügeliger. Ihr könnt vor euch aufragend dann auch den gewaltigen Raschtulswall erkennen, wie er dort dann auch schon eisverkrustet vor euch liegt. Scharfe Winde, die von dort aus runterwehen in die Ebene. Und ja, es sind dann ja die letzte Siedlung, die letzte Türkismine, die dann euch ja so etwas wie Zivilisation bietet. Wie viele Tage sind wir unterwegs, bis wir, sag ich mal, dort ankommen? Du meinst nach Draconia selbst? Nein, im zwischen Zorgan. Von Zorgan nach Kishal Fenix sind es 5 Tage mit Pferd. 5 Tage. Gibt es so kleine stählerne Glutdosen, die man sich irgendwie wärmend unter die Kleidung schieben kann? Gehe ich mal von aus, ja. Also wenn du so eine kleine Blechdose nimmst, die aus zusammengeklöppelten Blechen, und da dann deine Kohle reintust, das wird funktionieren, klar. Eine hervorragende Idee. Das seht ihr, ihr seid praktisch. Da wird Greldig auf jeden Fall mal für jeden Reisteilnehmer eine erstehen und oder basteln und vorbereiten. In Kombination mit der Zwergenkohle sollte das auch einigermaßen lang halten. Man könnte ja auch denn auch mögliche Steine in Schlafsäcke dort haben, dass man Steine unter die Schlafsäcke packt, wenn es vorher am Ausgehen ist, halt rausziehen. Ja, also es ist auch bei jedem in der Ausrüstung ein zusätzlich zum Schlafsack noch ein zusätzliches Fell, so irgendwie, keine Ahnung, Rentier, Karen wird es hier nicht geben, aber was ähnliches, Bergziege oder so, dass man dann mit dem Fell nach unten unter den Schlafsack legen muss, einfach als zusätzliche Isolationsschicht, dass man nicht von nach unten hinaus kühlt. Also alles in allem scheint Kasim massiv Ahnung davon zu haben, wie man einen unerklimmbaren Berg erklimmt. Ja, vor allem mit dem Element Eis bist du auch vertraut. Auch wenn deine Haut selbst sehr kühl oder frostig ist, wenn man dich berührt, weißt du trotzdem, wie man selbiges bei anderen verhindert. Ja, genau. An der letzten Reisestation, Kishal Fenix, würde ich vielleicht probieren, mal ein Panoramabild zu zeichnen des Raschus, weil wir uns vorliegt. Ja, da kann deine Leinwand fast gar nicht groß genug sein, wenn du dir dann die Bergspitzen ansiehst. Das ist im Prinzip auch der höchste Berg Aventuriens, der dann vor dir liegt. Wenn man mal das eherne Schwert so ein bisschen vernachlässigt, aber selbst die schwarzen Trollzacken, die du dann auch schon gesehen hast, die schwarze Sichel, die rote Sichel, das kann alles nicht damit mithalten. Gerade auch wenn du in Richtung Süden gehst, in Richtung Fasar, da wird dann der Berg weniger hoch oder das Gebirge weniger hoch, aber gerade hier, wenn ihr dann vor Kishal Fenix steht, das ist wirklich gewaltig groß, massiv. Ja, so gibt es ein Traumbild von dem Ausschnitt, was ich auch draufbekomme, halt irgendwie. Ja. Von der majestätischen Landschaft. In Kohle, genau. Habe ich sowas zeichnen. Kasim erklärt dir dann auch, ja, das ist der Rashtul Kanjarod, wo der Lichtvogel lebt, das ist der Djatulam, an dessen Hängen die grundsätzliche Geschichte der Tulamiden begonnen hat. Warte doch nicht auf all diesen Werken? Den Rashtul Kanjarod habe ich noch nicht erklommen. Manche würden es einen Sakrileg nennen. Der Diatolam allerdings nicht bis zum Gipfel. Wie hoch sind diese Gipfel? Was schätzt ihr? Bis zu 9000 Schritt. Das ist sehr hoch. Sie zu erklimmen ist die höchste Qualität, die ein Bergsteiger erreichen kann. Neben dem ehernen Schwert. Wenn wir Draconia erreichen, kann ich euch einen Mann vorstellen, der alle hohen Gipfel des Raschtulswalls erklommen hat. Erwartet aber nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise freundlich ist. Meister Kasim, wir sollten ausreichend Seilzeug kaufen. Aber auf hoher See ist es durchaus üblich, sich mit Seilen zu sichern, wenn wir als Gruppe unterwegs sind. Gerade im Hochgebirge kann ich mir vorstellen, dass es Sinn macht, uns aneinander zu binden
Sollte ein Einzelner ausrutschen, dass er nicht verloren geht. Wir sollten vor allen Dingen für Wundmaterial besorgen, falls jemand wirklich sich ein Bein bricht oder nun ja andersweitig verletzt ist. Was tut man bei Kältebrand und nennt man das wohl? Eine Behandlung mit Alchemie oder Kräutern oder Magie. Nun, Magie würde ich ausschließen. Ein Profan. Vielleicht sollten wir ausreichend Material dafür zur Verfügung stellen. Ich habe eine gewisse Grundausrüstung dabei, aber kann versuchen, diese aufzustocken. Ich bin allerdings kein Experte, nur ein Krieger, ein Kämpfer, der Bescheid weiß, sich selbst zu versorgen, im Zweifelsfall. Die Sache ist die, solange wir es nicht schaffen, dass es warm wird, ist es müßig, Verletzungen, Kältebrand zu versorgen. Wir sollten uns vielleicht Feuerholz mitnehmen. Bis zu einer gewissen Höhe ist Feuerholz vorhanden. Ab dort sollten wir uns mit dem Nötigsten eindecken. Dann machen wir es so. Ach, ich freue mich, dass wir dich dabei haben, Kasim. Du scheinst wohl über alles mehr zu wissen. Ja. Ich habe diese Reise allerdings noch nie mit Außenstehenden unternommen. Ja, Grältig wird die Reisetage nutzen, um so eine Art Klettergurtgeschirr aus Tauen zu knüpfen. Über die entsprechenden Seemannsknoten sollte er... Es ist vermutlich im Klettergeschirr schon mit inbegriffen. Ach, du hast ein komplettes Klettergeschirr organisiert, okay. Ja, also wirklich die absolute Profi-Kletterausrüstung des, für 7 Punkte Erleichterung, weil perfekt. Alles andere ist halt Selbstmord. Ja, perfekt. Gut, die wichtigste Regel, zusammenbleiben. Es wird keine Einzelgänge und keine nicht abgesprochenen alleinigen Aktionen geben. Er guckt jeden nochmal eindringlich an. Da oben ist die Natur völlig unverzeihlich. Dass, wenn ihr verloren geht, weil ihr irgendeine Dummheit gemacht habt, dann ist das Einzige, das euch retten kann, Firuns Gnade. Ich hoffe immer, die Herren Iffi. Wer den Rastulswall besteigt, lässt Ifirn meistens hinter sich. Nicht den Glauben, aber ihre Gnade. Beide sind nicht für ihre Gnade bekannt, eher für ihre Unerbittlichkeit. Wir treten an ein Gebiet, in dem es keinen Frühling gibt. Ab einer gewissen Höhe werden wir einen Bereich erreichen, an dem auch im höchsten Sommer Schnee liegt. Dort gibt es keinen Frühling. Ewiger Winter. Aber Preis, sehr viel näher. In der Tat. Dennoch klingt von Eis umgeben zu sein sehr unschön. Ja, also ich habe Vertrauen, dass wir das schon hinkriegen. Wer Firun so erlebt hat und die Grenze allen Lebens gesehen hat, lernt auf eine ganz neue Art und Weise das Leben und den Kreislauf zu schätzen. Wir müssen erfolgreich sein. Uns bleibt ganz... Für ganz Aventurien keine andere Wahl. Und so werden wir bestehen. Mit der Götterhilfe. Also gut. Dann lasst uns dort vorne an der Karawanserei unsere Pferde abgeben und nun, sie sollen euch gehören, wenn ihr später wieder hierher zurückkommt. Aber dort vorne, weiter hinten, wird die Natur uns willkommen heißen. Reißende Wildbäche, Bergrutsche, vom Blitz gespaltene Bäume, die an der Tagesordnung sind. Die Sechse werden uns prüfen. Dort gibt es keine Karrenwege mehr. Dort gibt es keine Pfade. Und während er das sagt, könnt ihr sehen, wie in Rafiks Blick eine Schwermut liegt. Immer mal wieder schaut er zurück in Richtung Osten. Wohl dort, wo die See ist, auch wenn man sie von hier nicht sehen kann.
Aber auch die letzten 5 Tage, die ihr dann geritten seid, hat er immer mal wieder so ein bisschen verträumt in Richtung Osten geguckt. Also gut. Dann beginnt es nun also. Wir beklettern den Rastulswall und besuchen Draconia. Manche nennen es das Dach der Welt. Ihr werdet verstehen. Ich bin schon so aufgeregt. Es wird sicherlich ein Anblick für dein ganzes Leben langweilt. Kasim hat wieder so ein rätselhaftes, fast schon belustigtes Lächeln auf den Lippen, mal kommentiert, dass er war nicht weiter. Ich bin gespannt. Und dann, den Magierstab als Wanderstab gebrauchend, marschiert er los. Ja, so geht er los. Ihr könnt tatsächlich sehen, Karrenwege gibt es nicht mehr. Die waren zwar vorherrschend, auch gerade auf der letzten Strecke, aber nun ist nur noch auf der rechten Seite der T-Bar, der rauschend vom Rastulswall herunterfließt, mit allerlei Geschwindigkeiten und einigen Wirbeln, die ihr daran erkennen könnt. Rechts und links dann Schwarzpappeln, Zypressen oder Steineichen, die dann auf einigen Hügeln stehen, die euch sowieso dann jetzt auch das Leben schwer machen werden. Ihr wisst, warum ihr die Stiefel angezogen habt und warum ihr sie eng geschnürt habt. Immer mal wieder Steine, die unter euch liegen, euch ab ein bisschen abrutschen lassen und euch schon mal daran gewöhnen werden, was in den nächsten paar Tagen vor euch liegt. Es gibt noch so ein bisschen kalter Wind, der von oben herunterzieht, euch direkt ins Gesicht an euch vorbei. Die Luft, die in eisigen Höhen dort angedeutet wird, wenn sie dann herabfällt. Und auch hier ist es schon empfindlich. Und so könnt ihr dann beginnen, die Zivilisation hinter euch zu lassen und in die Natur aufzubrechen. Es könnte malerisch schön sein, auch wenn man im Sommer sicherlich mehr zu sehen hätte. Aber je weiter ihr geht, je länger und beschwerlicher die Reise wird, desto weniger Bäume werden es werden. Nach und nach werden die dicht bewälderten Täler weniger und die Vegetation von den Zirbelkiefern, den Föhren und den Lärchen werden weniger und weniger. Es gibt mal wieder die ein oder andere trotzige Eiche, die so ein bisschen herausragt. Ein paar karge Grasflecken. Aber solange ihr noch die Baumgrenze sehen könnt, seht ihr auch immer mal wieder Ziegen oder Schafe, der ein oder andere Esel. Bergbauern seht ihr auch den einen oder anderen, der euch dann ein bisschen mürrisch anschaut. Aber Zivilisation ist das trotzdem nicht mehr. Ein paar Rastula-Drehhörner, die ihr noch erkennen könnt. Blau-schwarze, halbwilde Rinder, die dann mit ihren mächtigen Hörnern euch mit dem Gras im Mund so ein bisschen zerkauend anblicken. Und den einen oder anderen Steinbruch, den ihr auch erkennen könnt, wo Sachen umgeknickt sind und Bäume zertrümmert worden sind. Und da möchte man nicht runterstecken. Und dann beginnen die Klippen. Klare Teiche, die ihr auch erkennen könnt, die dann hier wohl vom Teber entstanden sind, in irgendwelchen Ausspülungen. Der Pfad windet sich in Serpentinen, die Felswände nach oben. Es gibt zwar noch die ein oder andere hölzerne Brücke, die wohl aber auch nicht wirklich vertrauenswürdig aussieht. Kein saftiges Gras mehr. Und das einzige Vertraute, was euch die nächsten 2 Tage in Richtung Rastulswall begegnet, ist der Teber, der unermüdlich vor euch strömt. Auf der rechten Seite zunächst. Ihr habt euch ein bisschen dran gewöhnt, so etwas wie einen Unterschlupf zu suchen. Habt das ein bisschen alles einschätzen können, gerade mit der Hilfe von Kasim und Gilly und Tannenflug. Bis ihr dann, wieder einmal nächtens euer Lager suchen müsstet. Kasim wird tatsächlich die Reisegeschwindigkeit nach Möglichkeit immer so gering halten, dass man möglichst schon vor Sonnenuntergang mit der Lagersuche beginnen kann. Und im Prinzip mit der Grundeinstellung fahren, wenn wir nicht ankommen, weil wir verunglücken, weil wir kein Lager finden, weil irgendwas, weil wir überanstrengend und erschöpft sind, dann ist die Mission gescheitert und
wir machen diese Mission, um nicht zu scheitern. Also wird potenziell eher langsam bedächtig vorgegangen, immer auf Sicherheit. Potenziell wird, es wird immer ein Umweg genommen, wenn dieser Umweg eine höhere Sicherheit bedeutet. Er wird allgemein möglichst wenig Risiko eingehen. Das ist, ja, das ist halt, der Mann macht die Planung, der halt bereit ist, für den Erfolg der Operation jedes mögliche Opfer zu bringen. Sei es Geschwindigkeit oder auch potenziell Leben, aber das hat er bisher noch nicht angedeutet. Cassie, würdet ihr mir Bescheid sagen, ab welcher Höhe es ist, dass man sich nicht mehr nachts erholen kann? Ihr werdet es merken. Oh, das meine ich doch auch. Ich will doch gar nicht wissen, wann mich das Schicksal, wann mich so ein grauenvolles Schicksal ereilt. Ihr werdet es merken, auch des Tages. Bis dahin. Von Kurzatmigkeit. Bis dahin kann ich mich ja den Bergen widmen. Was für hübsche Blumen blühen hier. Sehr apart, diese gelbe Blume dort, wie heißt sie? Basti, wie heißt diese gelbe Blume? Der Zarhut. Okay. Blüht dann eben im Zar, vor allem in Aranien. Sehr schön, ein sehr schönes Muster. Ist sie giftig? Ja, tatsächlich schon. Ich würde die Finger von ihr lassen. Nun, ich wollte sie nur pflücken und zeichnen. Das sollte in Ordnung sein. Ihr solltet sie allerdings nicht essen. Ich hatte nicht vor, sie zu essen. Also, ich stecke ihm nicht alles in den Mund. Ich bin eine Zeit lang mit Jarlan Greifenmund gereist. Der auch nach Belieben offenbar alles, was irgendwie Gefährliches angefasst hat, ohne Handschuhe zu tragen. Muss man diesen Mann kennen? Er ist ein wildberühmter Held, ein näherer bekannter Held. Er hat viel für das Land getan. Während ihr euch unterhaltet, ihr dürft mal eine Sinneschärfeprobe machen. Kasim ist, wie gesagt, schon in der Dunkelheit oder vor der Dunkelheit auf der Suche nach einem geeigneten Lagerplatz. Immer mal wieder müsstet ihr die ein oder andere steile Wand auch nach oben klettern, um dann ja wieder über Umwege den Serpentinen und dann vor allem auch dem Teebar zu folgen. Und während ihr unterwegs seid, kann Gillion es bereits erkennen. Es sind sicherlich noch 100 Meter entfernt, die anderen haben ihre Augen vor allem auf ihre Füße gerichtet, aber Gillion, du bist so sehr eins mit der Natur, mit dem Humus, dass du etwas erkennen kannst, was nicht nach Humus aussieht, sondern vielmehr nach Erz. Ein großer Findling möchte man auf den ersten Blick meinen, vor allem ein Druide hätte ihn als Findling eingestuft, aber du erkennst es direkt. Ein großer, versteinerter, 4 Meter großer Troll. Eine Knollnase, fleischige Lippen. Du kannst jedes Härchen erkennen in einem struppigen, langen Bart. Auch an dem Haupthaar, die da irgendwie filzig und zottelig runterhängen. Haarige Arme. Also ein Meisterwerk der Kunst. Kein Bildhauer der Welt hätte dieses nachahmen können, aber du siehst es auf den ersten Blick. Er ist versteinert. Nun, diesen Reise, das wohl längerfristig hier gefunden. Was meinst du, Gillion? Dort vorne. Seht ihr diesen Felsen dort, der so etwas herausragt? Ja, eine bemerkenswerte Statue, nicht wahr? Ja, ein versteinerter Troll, muss ich sagen. Oh, das war von mir Schatz. Was er wohl verbrochen haben mag, damit dieses Schicksal ereilt? Ich weiß es nicht, aber... Das ist ja interessant. Wollen wir uns das näher anschauen? Aber natürlich wollen wir. Vorsichtig allerdings. Gibt's. Ich werde den nächsten Tag übrigens morgens 5 Minuten brauchen. Ist der komplett versteinert? Greldig zieht mal seinen Wurfbeil heraus und klopft sanft gegen diese Statue. Ja, so. Das sind sicherlich noch 100 Meter, die ihr gehen müsstet. Das hat Gillion auf alle Fälle aus der Entfernung schon haarscharf erkannt. Aber ihr könnt euch auf alle Fälle dann auf den Weg machen und seht dann die, ja, es ist eine 4 Meter große Kreatur. Aktuell, ja, eigentlich kniend, wenn sie sich zumindest aufrichten würde, oder hockend, würde ich dir sagen. Wenn sie sich aufrichten wäre, würde sie 4 Meter groß sein. Die Augen sind so groß wie Fäuste. Das Gesicht ist groß wie ein Wagenrad. Ihr könnt die knorrigen Knie erkennen, wenn ihr dann näher und näher kommt.
und ein großes Bärenfell, was er sich wohl über die Schultern gelegt hat, auch sowas wie ein Rock oder ein Kilt, trägt er aus schuppiger Drachenhaut. Ein wirklicher Riese.